Herzlich willkommen bei unserer fünften Online-Veranstaltung aus Altdorf, aus dem St. Franziskus-Krankenhaus. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des St. Franziskus-Krankenhauses bei unserer heutigen Online-Veranstaltung begrüßen, zu Hause an den Bildschirmen, weltweit, wo auch immer Sie gerade sich befinden und uns heute zuschauen. Unsere Reise heute wird nach dem Motto laufen: Meine Schulter schmerzt. Was kann ich tun? Folgen Sie der Reise unseres Patienten, der mit Schulterschmerzen zu Hause gesessen hat, das verschoben hat von Woche zu Woche, weil er nicht zum Arzt gehen wollte, dann aber schließlich doch mit großen Schmerzen bei seinem Hausarzt vorstellig geworden ist, beim Facharzt vorstellig geworden ist und schließlich dann bei uns im St. Franziskus Krankenhaus nachgefragt hat, was wir für ihn tun können. Auch heute werden wir wieder eine Reise starten mit diesem Patienten, auf der wir Ihnen vorstellen möchten, wie wir mit diesen Schmerzen umgehen. Wie wir mit Ihnen umgehen, wie wir mit Ihnen sprechen, wie wir Ihre Sorgen ernst nehmen, wie wir Ihren Ängsten begegnen und wie es uns wichtig ist, dass Sie danach wieder schmerzfrei Ihr ganz normales Leben so glücklich und beweglich leben können, wie Sie es zu Recht erwarten dürfen. Auch mir heute wieder zur Seite stehen selbstverständlich drei Experten, die diese Frage, meine Schulter schmerzt, was kann ich tun, mit ihrer großen Expertise beantworten. Zu meiner Linken Dr. Georg Stürner, unser Chefarzt der Orthopädie-Unfallchirurgie und Leiter des Endoprothetikzentrums. An seiner Seite Herr Anas Malkawi, Oberarzt in der Orthopädie-Unfallchirurgie und ebenfalls einer der Hauptoperateure im Endoprothetikzentrum. Und zu meiner rechten Seite Frau Anna Wolf, unsere Leiterin des Entlassmanagements und verantwortlich auch im Sozialdienst für die Vor-, Nach-, Während-Betreuung aller Patienten hier im Krankenhaus mit all ihren Sorgen und Ängsten. Wie Sie es von uns bisher gewohnt sind, wie gesagt, das ist unsere fünfte Veranstaltung schon, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir auch in Corona-Zeiten den Kontakt zu Ihnen nicht verloren haben, weil es uns wichtig ist, dass wir weiterhin mit Ihnen im Dialog sind und so auch vorstellen können, wie wir hier arbeiten. Sie sehen unten eingeblendet eine E-Mail-Adresse, denn wir wollen nicht einfach nur Ihnen hier Interviews zeigen und vielleicht Sie auch mitnehmen mit kleinen Einspielern in unseren Krankenhausalltag, sondern wir sind auch gespannt auf Ihre Fragen. Nutzen Sie unsere E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet ist, fragen@krankenhaus-eitdorf.de. Stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail. Ich erhalte diese Fragen dann von unserem Redaktionsteam während der Interviews und werde es dann sofort in unsere Gespräche einfließen lassen. Auch zum Abschluss der Interviewrunde werden wir noch mal genug Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Der Ablauf heute: Wir werden mit unseren Experten sprechen. Wir werden viele interessante Informationen haben. Wir werden sie aber auch mit kleinen Einspielern wieder in unseren Krankenhausalltag mitnehmen, um Ihnen zu zeigen, was wir tun und Sie vielleicht auch ein bisschen in Bereiche mitnehmen, die Sie normalerweise als Normalpatient nicht im wachen Zustand erleben. Wir gehen wieder in den OP. Wir zeigen Ihnen auch von dort wieder interessante Aufnahmen. Ich beginne, Herr Malkawi, mit Ihnen. Hallo. Sie haben jetzt einen Patienten vor sich, der kommt vom niedergelassenen Facharzt, wird überwiesen mit quasi der Diagnose, guck mal, ich glaube, der hat Schulter. Ja. Sie haben dazu eine eigene Sprechstunde, wo wir als Krankenhaus ja nochmal verpflichtet sind, diese eingewiesenen Patienten uns nochmal erneut anzugucken. Ja. Das heißt, wie gehen Sie mit dem um, mit dem Patienten? Wie nehmen Sie den auf? Weil wahrscheinlich ist der Schritt ins Krankenhaus ja für jeden Patienten erstmal so ein bisschen, da muss ich erstmal schlucken. Was passiert hier mit mir? Ja, also die Patienten werden erstmal Termin bei uns in die Sprechstunde vereinbaren. Dann, die kommen an diesem Termin und dann, wir werden mit dem Patienten besprechen, Anamnese wieder erheben, klinische Untersuchungen, die Bilder wie Röntgen, MRT, Ultraschall, was die Patienten mitbringen. Wir werden das alles zusammen mit dem Patienten anschauen und dann werden wir anhand die Anamnese, klinische Untersuchungen, die Röntgenbefunde und so weiter die Diagnose feststellen und die Therapiemöglichkeiten ausführlich mit Ihnen besprechen. Also es ist nicht so, der Patient kommt hier und liegt gleich eine Stunde später auf dem OP-Tisch? Nein, wir werden erstmal die Therapiemöglichkeiten erneut alles mit dem Patienten besprechen. Vielleicht kann man auch noch konservative Therapie noch vor Patienten empfehlen und manchmal auch keine Operationen. Ne? Ja. Also das werden wir alles mit Patienten wieder besprechen. Das heißt, auch der Patient erhält genügend Zeit,
und Raum auch für seine Fragen, um nochmal mit Ihnen auch unter Umständen Ängste zu diskutieren. Ja, natürlich. Wir haben immer also mindestens eine halbe Stunde Zeit vor jeder Patient vereinbart, damit die Patienten zufrieden sind und damit sie genug Informationen über die Krankheit bild und natürlich die Therapiemöglichkeiten, alles zu besprechen. Sehr schön. Wir haben natürlich, Sie ahnen schon, dazu einen kleinen Film gedreht. Ja. Wir würden Sie einladen, uns in unser Krankenhaus zu begleiten. Ausführlich stellen wir Ihnen zum Beispiel anhand eines Modells die anatomischen Hintergründe und Zusammenhänge möglicher Krankheitsbilder rund um die Schulter vor. Und da ist Schultereckgelenk, ne? Und da kommt hier die Sehnen und die Muskeln, die die Schulter bewegen können, ne? Und also was bei Ihnen ist, dass die Schulter hier diese Spalte ist. Ein bisschen eng. Mhm. Und Engpass-Syndrom ist die häufigste Ursache für Schulterschmerzen. Dann, weil dieser Platz eng ist, die Sehne ist unter Stress und dann bildet sich Reizung im Schleimbeutelbereich und auch die Sehne. Und besonders beim Anheben des Schultergelenkes wird die Sehne eingeklemmt und dann die Schmerzen werden kommen. Ne? In einer umfassenden klinischen Untersuchung wird Ihre individuelle gesundheitliche Situation erfasst und Ursachen für die Schmerzen und Einschränkungen ermittelt. Das geht halt. Das geht. Können Sie so machen jetzt? Und jetzt die Hand nach außen legen? Ja, ja, jetzt fängt es wieder an zu ziehen. Ja, alles klar. Können Sie auch die das ja, das, aber jetzt tut schon hier unten den Bereich wieder. Auf Basis dieser körperlichen Untersuchung und der bildgebenden Diagnostik werden die für Sie passenden Behandlungsmethoden mit Ihnen besprochen und festgelegt. Als Vorbereitung auf einen operativen Eingriff informieren wir Sie ausführlich über die Operationsmethode, den praktischen Verlauf des Eingriffs, mögliche Komplikationen sowie die begleitende Anästhesie. Das Team Timeout ist die letzte Sicherheitsstufe, die ein Operationsteam vor einem Eingriff beachten muss. Dabei wird von allen an der Operation beteiligten Mitarbeitern anhand einer Checkliste der Patient identifiziert, die Besonderheiten des Eingriffs kurz besprochen und der Eingriffsort nochmals wiederholt und bestätigt. In der Schulterarthroskopie erfolgt gleichzeitig die medizinische Begutachtung und Behandlung des inneren Schultergelenks in Form der Schlüssellochtechnik mit einer optischen Sonde, dem Arthroskop. Über den Bildschirm wird der komplette OP-Verlauf gesteuert und kontrolliert. Während der Narkose begleitet und überwacht sie ein kompetentes Anästhesieteam aus Fachärzten und Pflegekräften. Im Anschluss an diesen minimalinvasiven, gelenkerhaltenden Eingriff verbleiben sichtbar nur zwei Pflaster zum Schutz der kleinen Schnitte. Herr Makave, Sie haben mit Ihrem Patienten bestimmte Übungen gemacht. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein Zuschauer und sitze zu Hause und möchte, während wir hier unsere Online-Veranstaltung haben, quasi mittesten, ja, ob ich vielleicht mal zum Arzt gehen sollte, weil ja doch, ne, wenn ich ehrlich zu mir bin, ja, tut auch meine Schulter ab und zu weh, wenn ich mich bewege. Welche Übungen kann ich zu Hause machen, um, ja, mal zu testen? Ja. Und was passiert bei den Übungen in der Schulter? Also warum sind diese Übungen wichtig und was kennzeichnen sie? Ja, also wir können das hier zeigen. Ja, sehr gerne am Schultermodell. Also damit wir das alles verstehen, also das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers. Mhm. Als Kugelgelenk ermöglicht es die Bewegung des Armes in allen drei Ebenen und Achsen. Zum Beispiel, wir können den Arm in drei Richtungen abspreizen, in zwei Richtungen anwinkeln, nach oben strecken und rotieren. Also so dieser außergewöhnlich große Bewegungsumfang des Schultergelenkes ergibt sich daraus, dass überwiegend Muskeln und Sehnen diese fixieren und bewegen.
Man sieht hier also, das ist hier ein Oberarm und hier ist Oberarmkopf, hier ist Schulterdach, hier ist Schlüsselbein. Und die Rotatorenmanschette, die Muskeln, die die Schulter stabilisieren, die laufen hier in diesem Bereich und die stabilisieren die Schulter, auch die bewegenden Arm. Ne? Und damit wir eine Diagnose feststellen und gucken, warum die Patienten Beschwerden haben, wir müssen also jede einzelne Einzelheit untersuchen. Ne? Ja, wenn die Patienten Schmerzen haben, es gibt eine Reihe von Erkrankungen. Ich stelle mir das jetzt vor, da sitzt jemand zu Hause, ja, und sagt, eigentlich tut es mir schon weh. Ja, die häufigste Ursache für Schulterschmerzen ist Impingement-Syndrom. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel Verengung im Schulterdachbereich, was auf die Sehne und Schleimbeutel drückt und verursacht die Schmerzen. Die Patienten werden am meisten Schmerzen nachts bekommen und dann mit Zunahme der Schmerzen, die werden auf Bewegung verzichten und in Schonhaltung den Arm ruhig stellen. Und danach bildet sich Steife im Gelenk und Bewegungseinschränkung. Also wenn jemand nachts oder morgens wahrscheinlich beim Aufstehen starke Schmerzen in der Schulter hat, könnte das ein Signal sein, dass er sich bei seinem Arzt mal melden sollte, damit das angeguckt wird? Genau. Mhm. Auch wenn die Schmerzen schlimmer werden, dann, und die Patienten Kraftverlust oder auch Bewegungseinschränkung haben, dann das ist ein Alarmzeichen, dass sie zum Was Arzt ist Bewegungseinschränkung? Wenn ich nicht mehr so machen kann, wenn ich nicht mehr ausstrecken genau, kann? Genau, also zum Beispiel, man kann die Schulter abspreizen mindestens 120 Grad, 130 Grad nach oben strecken. Man kann also Nackengriff machen, Schürzengriff machen. Also ach, das haben Sie mit dem Patienten ja alles ausgeführt? Genau. Mhm. Da werden wir noch auch also die Beweglichkeit messen bei Patienten und auch verschiedene Zeichen angucken. Zum Beispiel, es gibt Impingement-Zeichen, das werden wir untersuchen. Es gibt auch manchmal Instabilität im Gelenk. Das untersuchen wir auch bei den klinischen Untersuchungen. Wir drücken auch auf Schulterdach oder Schultereckgelenk, wenn die Patienten Druckschmerzen in diesem Bereich haben. Das bedeutet vielleicht, die haben Arthrose oder Reizung im Gelenk. Genau. Und ja. Was war das Problem bei unserem Patienten? Warum ist der schlussendlich dann in einer arthroskopischen OP gelandet? Ja, der Patient klagte über Schmerzen im Bereich des Schultergelenkes. Unter konservativer Maßnahmen durch die Orthopäden, also wie zum Beispiel Krankengymnastik, Infiltrationen mit Cortison, auch die also entzündungshemmende Medikamente. Da hat sich keine wesentliche Besserung der Beschwerdesymptomatik gezeigt. Und im Verlauf hat er ein bisschen Bewegungseinschränkung entwickelt und anhaltenden Schmerzen trotz Schmerztherapie. Deswegen, wenn die Patienten keine wesentliche Besserung haben innerhalb von 6 Monaten, dann man wird eine operative Vorgehen empfehlen. Mhm. Operatives Vorgehen heißt nicht gleich Arm ab, Arm neu, sondern auch da gibt es verschiedene Abstufungen. Genau. Also unser Ziel immer ist eine operative Verfahren mit gelenkerhaltender Therapie. Das bedeutet, also wir werden nicht immer mit Prothesen und Endoprothetik besprechen, sondern zum Beispiel bei Sehnenriss die Sehne wieder nähen und rekonstruieren. Es gibt verschiedene operative Techniken oder also Möglichkeiten. Also mit Technologie, wir können alles minimalinvasiv, ob Arthroskopie oder Schlüssellochtechnik durchführen. Ne? Und minimalinvasiv bedeutet, die Zugänge sind klein oder was bedeutet? Sind kleine Zugänge oder also mit Arthroskopie, mit Spiegelung kann man auch sagen, dass wir mit Kamera reingehen ins Gelenk und dann wir werden die Situation beurteilen unter Sicht auf den Monitor, wie jetzt eben ein Video gezeigt. Das haben wir gesehen. Mhm. Genau. Und dann wir können entsprechend die erforderliche Maßnahme durchführen. Mhm. Auch über die Arthroskopie. Ja. Also das sieht zwar, jetzt sage ich das mal als Laie, es sieht aus und es findet auch statt in einem OP-Saal. Es sah auch genauso grün aus wie bei einer Operation, aber es ist eben kein großer Eingriff. Oder wo ist dann der Unterschied zu einem Implantat, was mir eingebaut wird? Ja, das ist kein großer Eingriff. Die Patienten werden nicht viel Schmerzen nach der Operation haben.
Und die, also die Funktion nach der Operation und die Schulterbeweglichkeit wird langsam oder also schneller besser als mit offener Feuerfahren. Mhm. Ja, wenn man einen großen Schnitt macht. Ach so, weil dann die Heilung wahrscheinlich. Die Heilung ist schneller, ja. Und genau. Ja. Und dann, also ich stelle mir wieder meinen Zuschauer vor auf dem Sofa mit den Schmerzen, der kommt hierher, Sie helfen ihm arthroskopisch und dann ist er danach so beweglich wie vorher oder was darf er erwarten? Also es ist abhängig von Krankheitsbild erstmal. Ne? Und wie lange haben die Patienten diese Beschwerden? Zum Beispiel, wenn Patienten Risse oder Ruptur der Rotatorenmanschette, also die Sehnen im Schultergelenk, haben seit Jahren, dann manchmal ist eine Rekonstruktion der Sehne ist nicht mehr möglich. Oder wenn das möglich wäre, dann die postoperative Verlauf, der postoperative Verlauf wird ein bisschen länger dauern. Weil das braucht ein bisschen mehr Zeit, um die Muskeln wieder zu bauen. Und deswegen ist es abhängig vom Krankheitsbild. Okay, und das ist das auch, was Sie mit dem Patienten besprechen, weil er natürlich erwarten möchte, da kommen wir nachher aufs Entlassmanagement, was folgt daraus für mich danach, genau. Was passiert? Ja, ja. Genau. Die häufigste Ursache, wie gesagt, wegen Schulterschmerzen ist Impingement-Syndrom, wobei unterhalb Schulterdach ist eng und das drückt auf die Sehne und verursacht Stress und Reizung und Entzündung im Schleimbeutelbereich und die Sehne. Das wäre dann, also die Operation wäre, dass wir ein bisschen Teil vom Knochen wegmachen, abschleifen. Das wird auch mit Arthroskop gemacht. Wir werden die Schleimbeutel entfernen und 80-90% werden nach 3 Wochen beschwerdefrei und auch die Schulter wird frei beweglich. Ja. Dann soll auch Krankengymnastik postoperativ gemacht werden. Und das wird dann unterstützt, das wird von uns auch eingeleitet. Genau. Sie haben in einem unserer anderen Online-Veranstaltungen auch gesehen, wie wir mit der eigenen Physiotherapie daran arbeiten, dass hier natürlich schon während des Aufenthaltes oder wenn es ambulant stattfindet, dann eben auch schon gleich hier begonnen wird, dass das mobilisiert wird. Genau. Ja. Und wir haben auch besondere Nachbehandlungspläne bei jeder Krankheitsbild, wie bei Rotatorenmanschette. Es gibt ein Nachbehandlungsschema, das bekommen die Patienten auch von uns. Und da wird auch, da ist ganz genau geschrieben, was man machen darf und was nicht. Ja. Ja? Also Sie sehen, wie wir das bisher wirklich tatsächlich schon 4-mal hier vorgestellt haben. Für uns sind Sie so wichtig, dass wir Sie vom Reinkommen bis zum Rausgehen und danach noch betreuen, weil uns einfach wichtig ist, dass Sie danach wieder schmerzfrei in Ihrem Leben ganz normal unterwegs sein können, sodass wir auch in der Nachbehandlung die Pläne entsprechend haben und Sie unterstützen. Genau. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, hat geklappt, aber nach einem Jahr, nach 2 Jahren kommen die Schmerzen zurück. Arthroskopisch ist wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Ja. So, und dann, was dann? Ist dann die Frage. Dann wird es wahrscheinlich doch irgendwann auf ein Implantat hinauslaufen. Und auch dazu haben wir einen kurzen Einspieler, um dann in das Interview mit unserem Chefarzt Dr. Stirner überzuleiten. Wenn eine Sehnenrekonstruktion, insbesondere der Supraspinatussehne, nicht mehr möglich ist, wird der endoprothetische Ersatz notwendig werden in einer kürzeren Zukunft. Insbesondere wenn man dann feststellt, dass eine sehr schwerwiegende Arthrose im Gelenk vorliegt, sind der Arthroskopie ebenfalls Grenzen gesetzt. Die Schulterendoprothetik ist ein sehr komplexes Thema, weil wir den anatomischen Gegebenheiten der Schulter Rechnung tragen müssen. Und je nachdem, wie eine Verletzung oder ein Verschleiß geartet ist, braucht es hierfür auch eine spezielle Prothese. Nach einem solchen operativen Eingriff erfolgt die erste krankengymnastische Therapie bereits hier im Krankenhaus. Einige Patienten müssen ein spezielles Kissen tragen, ein sogenanntes Thoraxabduktionskissen.
leider dann über 6 Wochen in dieser Position. Andere Patienten wiederum können sofort krankengymnastische Übungen betreiben. Üblicherweise schließt sich nach dem stationären Aufenthalt eine 3-wöchige Reha an. Bei Patienten, die ein Thorax-Abduktionskissen haben, schließt sich diese Reha erst 6 Wochen nach dem Tragen der Schiene an. Dr. Stirner, wir stellen uns jetzt vor, der Patient, der hier war, der auch konservativ schon alles probiert hat, arthroskopisch konnten wir ihm schon helfen, aber irgendwelche Dinge in seiner Schulter finden statt, dass er dann doch irgendwann zu Ihnen kommt mit erneuten Schmerzen und ihm ist arthroskopisch minimalinvasiv nicht mehr zu helfen. Warum nicht? Ja, üblicherweise ist es so, im Grunde genommen sind der Arthroskopie immer dann Grenzen gesetzt, wenn, wie Herr Malkavi eben schon treffend sagte, solche Sehnen wie diese berühmte Supraspinatus-Sehne, die ein Anteil dieser Rotatorenmanschette ist, die das Schultergelenk so umgreift, nicht mehr rekonstruiert werden kann, dann wandert die Schulter oder der Oberarm, besser gesagt, unter das Schultereckgelenk und kann hier ein sogenanntes Falschgelenk bilden. Das heißt, dann reibt der Oberarmkopf hier am Schulterdach. Also der verrutscht, der Knochen, oder? Der verrutscht nach oben, weil er nicht mehr gehalten wird durch die entsprechenden Sehnen und Muskeln, die am Oberarm ansetzen. Hinzu kommt natürlich auch ein Verschleiß, nicht nur hier im Schulterdach, es gibt natürlich auch einen Verschleiß im Schultergelenk selber. Das heißt, hier kann durchaus auch eine Arthrose entstehen, insbesondere bei schweren Arbeitern, zum Beispiel Waldarbeiter, man ja oft gerade in ländlichen Umgebungen. Und wenn die Knorpelsubstanz halt weg ist, ist es wie bei jeder anderen Arthrose, sei es Kniegelenk, Hüftgelenk, tritt das Gleiche auch am Schultergelenk ein. Trotzdem ist die endoprothetische Versorgung des Schultergelenks deutlich seltener als eines Knie- oder Hüftgelenkes, weil die Schulter ja nicht dauernd belastet werden muss. Wir haben in dem kleinen Einspieler, den wir eben gezeigt haben, natürlich auch wieder Bilder aus dem OP gezeigt, weil wir auch wissen, dass das unsere Zuschauer sehr interessiert, weil das sind üblicherweise natürlich Bereiche im Krankenhaus, die man als Patient verschläft, wo man nicht mit reinguckt, und haben da Tische gesehen mit Implantaten, die gar nicht so aussahen, als ob sie überhaupt in einen menschlichen Oberarm reinpassten. Wie gehören diese Implantate dann in die Schulter? Also was tun sie, wenn der Oberarm verrutscht ist? So ist das. Also es muss natürlich ein paar Voraussetzungen, die Implantation von künstlichen Schultergelenken ist, wie ich eben schon erwähnte, nicht eine so häufige Indikation, weil die Schulter nicht kontinuierlich unter Belastung steht und man oft den Patienten anders helfen kann. Wenn sie jedoch nicht mehr zurechtkommen, dann kommt es zu der Situation, dass man ein künstliches Schultergelenk implantieren muss. Und hier müssen wir der Komplexität dieses Gelenkes gerecht werden. Deswegen gibt es im Vergleich zu vielen anderen künstlichen Gelenken hier sehr viele Unterschiede. Mhm. Also im Grunde genommen ist das sehr stark abhängig, ob diese Sehnen noch intakt sind oder nicht. Ja? Wenn die Sehnen intakt sind und es besteht eine reine Arthrose im Schultergelenk, die den Patienten so stark schmerzt, dass man nichts mehr anders machen kann, wäre eine der kleinsten Varianten, wie in den anderen endoprothetischen Verfahren auch, eine sogenannte Oberflächenendoprothese. Das heißt, man würde hier den Oberarmkopf abtrennen unter Belastung der Sehnen. Die müssen zwingend dort bleiben, sonst wird der Oberarmkopf nach oben wandern mit der Prothese und es käme wieder zu einer Falschgelenkbildung. Insofern wird das ist ein recht komplexes Verfahren, dann wird praktisch dieser Oberarmkopf hier rein implantiert. Sollte die Schulterpfanne noch einigermaßen in Ordnung sein, muss man dort nicht zwingend etwas implantieren. Aber selbstverständlich, wenn die auch zu stark verschlissen ist, haben wir hierzu auch ein Implantat, was dann im Grunde genommen so zusammenpasst. Aber das, ich nenne das jetzt mal unfachlich orangene,
Das bleibt alles das erhalten. Orangene, das heißt, Sie machen dazwischen. Muss im Grunde genommen komplett erhalten bleiben, sonst haben wir die Rotatorenmanschette zerstört und dann käme eine komplett andere Prothese zum Tragen. Also grundsätzlich unterscheidet man die sogenannten anatomischen Prothesen, wozu diese auch gehört, weil der Oberarmkopf an gleicher Stelle bleibt wie die Pfanne, von den sogenannten inversen Prothesen, also wie der Begriff schon sagt, das ist eine sogenannte umgekehrte Endoprothese, wo man praktisch aus einem Oberarmkopf eine Pfanne macht und aus der Pfanne einen Oberarmkopf. Das dient einfach dazu, dass diese Rotatorenmanschette, die defekt ist, durch diese Art der Operation ersetzt wird. Ja? Das heißt, Sie schrauben da irgendwas rein? Wir schrauben das hier in diese Pfanne hinein und machen aus der Schulterpfanne einen Kopf und aus dem Oberarmkopf machen wir, wie man hier gut erkennt, eine Pfanne. Dieses System hängt dann so ineinander, so dass das hier nicht mehr nach oben wandern kann und der Oberarm an Ort und Stelle bleibt. Ja. Und ich bin genauso beweglich. Herr Malkavi schilderte ja eben, dass ich dreifach rotieren kann. Nein, ich würde sagen, diese inverse endoprothetische Versorgung dient eher der Schmerzfreiheit. Der Bewegungsumfang ist, weil die Rotatorenmanschette ja nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr so groß. Insbesondere dürften mit dieser Prothese über Kopfarbeiten nicht mehr möglich sein. Viele Patienten kommen noch recht weit hoch, können zum Beispiel ihren Nackengriff machen. Das scheint ja ein sehr spezifischer Griff, der war auch bei der Untersuchung. Ist ein ganz wichtiger Griff, um sich zum Beispiel die Haare zu machen. Ja. Entsprechend ist der Schürzengriff genauso wichtig, weil man muss sich hin und wieder mal etwas zubinden hinten oder die Hose aus- und anziehen. Das sind tatsächlich, man merkt erst, wie schwierig es ist, wenn man es nicht mehr kann. Ja. Also auch das für Sie, wenn Sie das zu Hause haben? Schürze? Schürzen-Nackengriff ist eins der Beispiele, wo man sagen muss, wenn das nicht funktioniert und zu weh tut, ist der Weg zum Arzt angesagt. Weil das sagt uns schon recht viel aus, sogar über Dinge wie die Rotatorenmanschette. Die kann ja auch nur teilgerissen sein. Das heißt, man hat am Anfang sehr viele Rekonstruktionsmöglichkeiten, wie Herr Malkavi das bereits in den endoskopischen Operationen erwähnte. Und klar will man immer den kleinstmöglichen Eingriff machen. Wartet ein Patient zu lange, bis die Sehne komplett kaputt ist und bereits der Oberarm hier unter dem Schulterdach hält, bleibt dann tatsächlich oft nichts anderes übrig als Schmerzbekämpfung allein, als diese sogenannte inverse Endoprothese. Wir haben eine Frage aus der Zuschauerschaft, die vielleicht jetzt schon reinpasst. Kann ich allergisch sein gegen ein Implantat? Also diese Implantate bestehen im Grunde genommen die meisten aus Titan. Das ist eher allergiefrei, weil Patienten, die Allergieproblematiken haben und die bekannt sind, würde man spezielle Oberarmköpfe zum Beispiel bestellen. Da wäre zum Beispiel Nickel drin, das würde man dann nicht verwenden. Dann würde man Carbon verwenden oder entsprechend nickelfreie Präparate. Das ist heutzutage alles möglich. Und das findet dann in diesen Gesprächen statt. Wahrscheinlich, wie Herr Malkavi das ja geschildert hat, nehmen Sie sich ja viel Zeit, um das mit dem Patienten auch zu besprechen. So ist das. Zum Beispiel ist es ja recht einfach, wenn es um Nickelallergien geht. Jeder trägt heutzutage Modeschmuck zumindest. Jede Frau, viele Männer auch immer häufiger. Und insofern haben die oft schon Begegnungen zu Nickel und können sagen, ach, wenn ich das anziehe, dann kriege ich rote Flecken. Wenn man sich unsicher ist, macht man womöglich noch einen Allergietest beim Hautarzt. Aber es muss in der Anamnese etwas vorhanden sein, sonst hat man diese Allergie einfach nicht. Ja. Im Anschluss daran vielleicht eine vielleicht auch gar nicht so lustige Frage, aber sie klingt lustig. Piepse ich am Flughafen, wenn ich durch den Scanner gehe? Definitiv. Sie piepsen und brauchen entsprechend jeder Patient hier, der ein künstliches Implantat bekommt, das ist aber natürlich in jeder Klinik üblich, bekommt einen Endoprothesenpass. Den sollte er auch mitnehmen, wenn er fliegt, den muss er vorzeigen. Das gilt also auch für die Knieprothese, so ist das. Die Hüftprothese, das ist dann überall gleich und für uns ein ganz übliches Verfahren. So und ist überall. Diese Implantate werden dann auf mich angepasst. Also ich habe jetzt einen kleinen Arm, dann kriege ich ein kleines Implantat. So ist das.
Deswegen ist die Logistik in Endoprothesenkliniken oder Endoprothesenzentren, wie wir eins sind, ist die Logistik sehr schwierig, weil man hat eine unendlich große Lagerhaltung. Man hat jede dieser Prothesen in vielen verschiedenen Größen. Und wenn man allein die Anteile einer solchen Inversendoprothese sieht, das sind ja allein schon 5 Teile, dann kommen noch 2 Schrauben dazu. Also das sind allein 7 Teile, die man in verschiedensten Größen auf Lager haben muss. Sonst kann man so etwas nicht machen. Mhm. Wir planen natürlich diese Operationen bereits einen Tag vorher am Bildschirm. Mit Referenzgrößen und allem drum und dran. Trotzdem findet das echte in der OP statt und dann kann das mal eine Größe variieren und die sollte man dann schon auch da haben. Ja, also das haben wir im Film gesehen, deswegen lagen da verschiedene Größen, ja. Weil sie dann nochmal quasi vor Ort... Verschiedene Größen und verschiedene Typen. Ja, und die muss man auch praktisch alle auf Lager haben. Ja, also wenn man eine anatomische Endoprothese mit einem Stiel einbauen kann, die habe ich noch nicht gezeigt, die müssen manchmal auch zum Tragen kommen, dann muss man die auch da haben und nicht anstattdessen eine sogenannte inverse Prothese einbauen. Insofern ist die Lagerhaltung schon ein logistisches Problem, was aber in einem Endoprothesenzentrum einfach dazugehört. Ja, und was Sie auch von uns erwarten dürfen, genauso wie die umfangreichen Untersuchungen im Vorfeld, um eben gleich bei den Vermessungen schon in die richtige Richtung planen zu können. Untersuchungen wird es einige geben im Rahmen der Endoprothetik. Also erst wird man selbstverständlich, meistens liegt das aber schon vor. Wenn man sich unsicher ist, ist die Rotatorenmanschette komplett gerissen, nicht komplett gerissen, wird man womöglich sogar ein weiteres MRT machen. Womöglich sind CT-Untersuchungen notwendig bis hin zu dreidimensionalen Darstellungen bei Spezial- und Sonderprothesen. Das kann alles notwendig werden. Ja. Also das ist dann durchaus ein aufwendiges Verfahren. An der Schulter extrem. Ja. Da ein extrem bewegliches Gelenk ist natürlich auch anfällig für Schäden. Klar. Ja, aber wir wollen das ja dann auch in dieser Beweglichkeit erhalten. Das so ist ja unser Ziel, möglichst schmerzfrei den Patienten dann auch wieder zu entlassen. Sie sprachen davon, dass Sie Vorgespräche führen, dass es eine Vorplanung gibt, dass der Patient nicht gleich reinkommt, OP, außer er kommt natürlich mit dem Unfall. Da haben wir auch nachher noch Fragen zu. Was ist, wenn ich auf die Schulter gefallen bin? Wie gehen wir dann damit um? Das heißt, wir haben im Vorfeld schon eine Planung. Sie sprachen in dem Einspieler auch davon, wie es nach der OP weitergeht mit Reha. Das heißt, auch da ist sehr viel Planung von uns zu leisten, die wir Ihnen auch gerne abnehmen, diese Planungen, und mit Ihnen gemeinsam schon dann die Strukturen festlegen, was Sie erwartet, sowohl im Vorfeld wie auch im Nachgang. Das leitet ganz prima über. Vielen Dank zu Frau Wolf, die nämlich genau dieses im Sozialdienst und im Entlassmanagement tut und dem Patienten, obwohl das Wort Entlassmanagement heißt, das suggeriert ganz das Falsche, weil wir nehmen den Kontakt mit Ihnen auf, sobald Sie hier bei uns im Haus den OP-Termin erhalten haben. Der OP-Termin muss gar nicht am selben Tag stattfinden, außer wie gesagt bei Unfall oder Notfall, sondern ist meist in die Zukunft geplant, sodass Frau Wolf Sie dann auch genügend Zeit haben, mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen. Genau, und die ganze Planung auch dann weiter durchführen und eben halt alle Schritte eben halt mit planen. Ja, also Sie sprechen den Patienten an oder er kommt von Ihnen dann direkt, Sie übergeben ihn quasi an Frau Wolf und wir übergeben ihn de facto an Frau Wolf. Frau Wolf weiß schon im Vorfeld eigentlich, so wie der Patient schon stationär da liegt, weiß sie schon um sein Krankheitsbild, weiß schon, wie die Planung für eine eventuelle Reha oder für eine eventuelle Sonderbehandlung mit Hilfsmitteln aussieht und so etwas. Und in diesem Rahmen nimmt sie bereits Kontakt mit dem Patienten auf und erklärt dann alles. Und ich denke, sie kann dann kurz erläutern, wie das abläuft. Genau. Ja. Also Sie sagen nicht zum Patienten so, du brauchst eine Reha und guck mal, wo du eine herkriegst, sondern dafür sind wir da, dass wir den Patienten da leiten. Wir haben auch das natürlich selbstverständlich in unserem Krankenhausalltag gefilmt und nehmen Sie mit ins Entlassmanagement. Der Sozialdienst und das Entlassmanagement im St. Franziskus Krankenhaus ist von Anfang an in die Versorgung der Patientinnen und Patienten eingebunden. Ja, guten Tag, Altdorf-Krankenhaus Wolf vom Sozialdienst. Ich würde gerne eine AHB anmelden für einen orthopädischen Patienten.
Bei geplanten operativen Eingriffen setzen sich die Mitarbeiterinnen schon nach der Vereinbarung des OP-Termins je nach medizinischen Erfordernissen mit Reha-Einrichtungen, der Krankenkasse und der Rentenversicherung in Verbindung. Unter Berücksichtigung des Patientenwunsches werden die notwendigen Maßnahmen koordiniert und Kostenzusagen eingeholt. So weiß der Patient schon im Vorfeld seines Krankenhausaufenthaltes, wie sich die anschließende Versorgung gestalten wird. Auch im Falle von nicht geplanten stationären Aufnahmen aufgrund von akuten Krankheitsbildern, zum Beispiel in der inneren Medizin, oder aufgrund von Notfällen kümmert sich der Sozialdienst und das Entlassmanagement in enger Zusammenarbeit mit den Medizinern um die weitere Versorgung. In Gesprächen mit dem Patienten oder auch den Angehörigen werden die individuellen Maßnahmen wie ein Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung, einer Kurzzeitpflege oder der Übergang in eine geriatrische oder stationäre Pflegeeinrichtung geplant. Täglich besprechen die Kolleginnen in einer gemeinsamen Runde mit den behandelnden Ärzten individuell für jeden Patienten die geplante weitere Versorgung, um einen nahtlosen und sicheren Übergang nach dem Krankenhausaufenthalt zu gewährleisten. Hier werden auch die zur Behandlung des Patienten passenden Hilfsmittel, wie zum Beispiel Rollstühle, Rollatoren, Unterarm-Gehstützen, Sauerstoffversorgung, Pflegebetten, Dekubitusmatratzen und vieles mehr von den Medizinern verordnet. Wichtig ist, sofern gewünscht, der enge Austausch mit den Angehörigen oder anderen Ansprechpartnern zu praktischen Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie geht es zu Hause weiter, können die Angehörigen die notwendige Hilfe bieten, was kann ein Pflegedienst leisten, welche zusätzlichen Hilfen gibt es. Einmal hier dein Lastpapier, ja, vielen Alles Dank. Gute. Ja, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Schließlich kann der Patient mit dem sicheren Gefühl das Krankenhaus verlassen, dass sich seine Weiterbehandlung und damit ein wichtiger Baustein im Genesungsprozess nach seinen Wünschen gestalten wird. Unser Sozialdienst und Entlassmanagement verstehen sich als Schnittstelle zwischen Krankenhaus, häuslicher Versorgung, nachstationärer Pflegeeinrichtung oder weiterbehandelnden medizinischen Einrichtungen. Die Kolleginnen stellen damit das Wohl des Patienten und seine Gesamtsituation in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, damit sie beruhigt sein können. Ja, nach dieser wunderschönen Drohnenansicht, nicht nur unseres Krankenhauses, San Franciscus Krankenhaus in Altdorf, sondern auch ganz Altdorfs, ja, hier, wir arbeiten hier, wo andere Urlaub machen, sehr schön, gleiten wir über ins Entlassmanagement. Sie sehen hier, ich habe ein großes Teil an meiner Seite, was nicht nur schön wärmt, sondern auch irgendwie schön aussieht. Das ist eines dieser Hilfsmittel, die wir im Film angesprochen haben, wo Sie sagen, dass Sie in Absprache mit dem Arzt, in diesem Fall war es Herr Malkavi, dann entscheiden, braucht der Patient so eine Hilfe? Herr Dr. Stirner hat es angesprochen in seinem Video, dass man, das war diese Armbewegung, dass man nach einer OP unter Umständen ein paar Wochen in dieser Haltung rumläuft und damit man das eben unterstützt bekommt. Ist das so ein Kissen? Können Sie kurz was dazu erzählen? Genau, das sind Hilfsmittel, die werden verordnet von den Ärzten. Also wir holen die Verordnung ein und leiten auch diese Verordnung dann weiter an die Sanitätshäuser. Und diese Hilfsmittel bekommen wir dann an den Patienten und Patienten geliefert, auch direkt rechtzeitig nach der OP, dass der Patient die auch sofort auch anziehen kann und da auch wirklich sofort die Hilfsmaßnahmen, also quasi die Maßnahmen auch eingeleitet werden, dass da auch die Behandlung auch gut verläuft, also der Heilungsprozess da auch gut weiter verläuft. Ja, also auch da kümmern wir uns drum, auch da muss der Patient jetzt nicht selber seinen Angehörigen losschicken und sagen, hol mir hier so ein Kissen oder wie auch immer, das hat einen Namen, schätze ich. Unsere Puppe hier, vielleicht kann die Kamera kurz einmal ranzoomen, hat das zeigt, wie man es trägt, schon im Bett sitzend, also während des Krankenhausaufenthaltes wird eben dieses Stützkissen dann auch schon gemacht und da auch da unterstützen wir. Genau, das Personal, Pflegepersonal beratet auch den Patienten bezüglich, wie man das anzieht, bietet Hilfstellung an, dass es auch dann zu Hause, wenn die Patienten dann zu Hause sind, auch genau wissen, wie ziehe ich das an, wo ist die Position und da ist eine Zusammenarbeit zwischen Patient und dem Personal. Und Pflege und Ihnen Pflege. Schlussendlich und genau, Arzt und, wir, und alles zusammen. Arzt, genau, eine Zusammenarbeit zwischen Pflege, Patient und Arzt, dass das eben halt auch gut weiter verläuft und dass der Heilungsprozess da auch stattfinden kann.
mit den Hilfsmitteln, die da sind. Ja. Wir sehen im Einspieler, dass Sie die Reha-Einrichtungen anrufen für den Patienten. Das machen Sie dann schon ganz, ganz früh, um rechtzeitig einen Anschluss zu koordinieren? Oder warum rufen Sie so frühzeitig in der Reha an? Ja, genau. Also das beginnt ja natürlich vor denen. Also dann, wenn der Patient schon beim entweder beim Alkavi oder beim Dr. Stirner da sind und wenn die Termine da schon vorab feststehen, die OP-Termine, dann bekommen wir ja die Informationen weiter. Möchte der Patient eine stationäre Reha haben oder eine ambulante Reha? Wer ist der Kostenträger? Das ist auch immer ganz wichtig. Und so nehmen wir auch Kontakt auf mit den Patienten und fragen auch nach Wunschkliniken und leiten das dann auch weiter an die Reha-Kliniken, dass wir da auch vorab einen Termin vereinbaren. Und so, dass der Patient, wenn er dann zum Termin kommt, zum OP-Termin kommt, dass er dann eben halt auch schon genau weiß, okay, ich gehe jetzt in die Reha-Klinik, ich werde dann abgeholt. Und das Ganze, das passiert dann eben halt im Krankenhaus, wenn der Patient hier vor Ort ist. Aber er weiß das schon im Vorfeld. Das heißt, er kann, sollte er noch in Lohn und Brot stehen, sage ich mal, also er könnte seine Urlaube planen, er könnte seine Krankschreibung, er könnte das mit seinem Arbeitgeber sogar abstimmen, welchen OP-Termin kann ich möglich machen, weil eben da im Anschluss noch die Reha fällt. Das weiß er also alles schon im Vorfeld. Genau, das wissen wir alles im Vorher. Das wird alles geplant, das wird alles organisiert, so auch, dass der Patient die Informationen bekommt, wann und wann er auch in die Reha. Einige möchten auch einen Tag, zwei Tage nach Hause. Das wird alles mit geplant und auch mit dem Patienten dann auch entschieden und auch natürlich mit den Ärzten. Ja, wir sehen im Einspieler, dass Sie den Patienten auch in seinem Zimmer, wenn er dann stationär nach der OP ist, besuchen, um was mit ihm zu besprechen. Genau, also wenn er zum Beispiel eine Notfallsituation hat, wenn er zum Beispiel auch, wenn ein Patient auf die Schulter gefallen ist und dann eben halt eine Reha daraufhin, die Ärzte verordnet haben, okay, der braucht nach der Behandlung, braucht er eine Anschlussheilbehandlung, dann kommen wir zu dem Patienten und besprechen dann ab da eben halt diesen Prozess, der eigentlich davor stattfindet. Aber in diesem Fall findet der dann eben halt ab dann statt. Und da beraten wir die Patienten und versuchen so schnell wie möglich da auch eine Anschlussheilbehandlung zu bekommen. Oder vielleicht braucht der Patient auch nicht eine Reha, sondern eben halt gewisse Hilfsmittel. Vielleicht benötigt er Unterstützung zu Hause nach einer OP, zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst. Oder das läuft alles über Sie. Genau, ne? Also wir kommen dann dahin und versuchen ein ganzes Bild zu bekommen, was benötigt der Patient. Ne, welche Hilfsmittel benötigt er, in welchem Bereich braucht er Unterstützung? Und dieses Ganze versuchen wir dann eben halt zu erfassen und mit dem Patienten zusammen dann eben halt auch abzuklären, dass auch die Weiterbehandlung oder dass der weitere Prozess auch zu Hause eben halt gegeben ist, dass der Heilungsprozess eben halt stattfindet. Ne? Also die Sorgen, die wir uns um Sie machen, enden nicht mit der Entlassung, sondern die gehen weiter, sowohl wie Ihre Listen beschrieben haben, mit den Wiedereinbestellungen, Sie sagen, über die Entlassung hinaus, dass es ihm zu Hause auch im Umfeld gut geht, sage ich mal, damit genau. Auch der Heilungsprozess und die Mobilität dann auch schnellstmöglich wieder zurückkommt. Sie sprachen gerade das Thema Unfall an. Das heißt, Schulterverletzungen passieren auch durch Unfälle. Wir haben eben gesprochen über, ich sitze zu Hause, merke, ich habe einen Schmerz, gehe den normalen Weg über den Facharzt. Das mache ich jetzt, wenn ich mit dem Mountainbike mich hingelegt habe, nicht. Dann komme ich als Unfallpatient. Sind dann die Untersuchungen und die Wege ähnlich, Dr. Stirner? Die Wege sind ähnlich. Oh, Sie müssen das Mikrofon, sagen. Vielleicht kann ich kurz was sagen. Diese Veranstaltung läuft unter dem 2G-Konzept. Wir sind alle geimpft, können deswegen die 1,5 Meter einhalten, müssen jetzt aufgrund technischer Probleme uns ein Mikro teilen, strecken das aber am langen Arm und hin und her. Also insofern ist das hier alles hygienisch geregelt. Also die Wege sind durchaus ähnlich. Der Patient, bis auf die Ausnahme, dass der Patient nicht über einen niedergelassenen Facharzt oder Hausarzt zu uns kommt, sondern eigentlich direkt in die Notfallambulanz, ja auch meistens mit sehr akuten Schmerzen. Und hier muss dann auch die Erstdiagnostik sofort erfolgen. Da haben wir keine Zeit, auf ein MRT zu warten oder sonst etwas. Das heißt, wir beginnen dann mit der sofortigen Diagnostik, Notfallröntgen, Sonographie, CT womöglich. Und entscheiden, das können wir alles hier im Hause. Das können wir alles hier im Hause machen und entscheiden dann anhand dessen, ist der Patient sofort operationspflichtig oder hat er womöglich eine Verletzung, wo wir unbedingt ein MRT brauchen und die Beschwerden sind eben nicht so stark, sodass man diese Zeit noch abwarten kann. Es erfolgt in aller Regel erstmal eine Ruhigstellung in einem Gilchrist-Verband.
den dann auch unser Sozialdienst schlussendlich besorgt. Mhm. Ja. Also Sie können gar nicht ohne einander. Nein, wir können nicht ohne einander. Und schlussendlich gibt es natürlich Notfalloperationen, die durchgeführt werden muss. Wenn eine Schulter ausrenkt, muss die sofort wieder eingerenkt werden. Das erfolgt in aller Regel in Narkose. Wenn dort natürlich zusätzlich Brüche sind, Oberarmkopfbrüche, dann werden die sofort operiert. Das ist dann der unfallchirurgische Bereich, der dann nichts mit endoskopischen Eingriffen oder endoprothetischen Eingriffen zu tun hat. Diese Versorgung machen wir natürlich auch hier komplett im Haus. Sollte jedoch ein Sehnenriss vorhanden sein oder sonst ein Riss in der Muskulatur, können wir selbstverständlich wieder über einen endoskopischen Eingriff das rekonstruieren. Ach so, dann fängt und auch hier gelten natürlich wieder andere Bedingungen. Wenn der ältere Mensch auf seine Schulter fällt, kann er einen so komplexen Bruch des Oberarmkopfes haben mit Abriss der Sehnen, sodass dann wieder die inverse Fraktur-Endoprothetik, diese Prothesen sehen etwas anders aus. Sie sind etwas länger und haben hier noch einen zusätzlichen Kragen, weil oft auch vom Oberarm selber Knochen zerstört ist, sodass man dann ein solches Implantat auch unmittelbar nach der Verletzung implantieren kann als Notfallversorgung. Für Sie macht das den Unterschied, wie gut Sie den Patienten im Vorfeld kennen. Also wenn er als Notfall kommt, dann müssen Sie es eben quasi nach der OP noch machen. Ansonsten haben Sie im Vorfeld die Möglichkeiten, alles schon zu erfragen. Genau, und natürlich ist das besser, wenn man es vorher weiß, dann kann man auch kann man besser planen. Man kann natürlich die Kliniken auch eher, die Wunschkliniken können die Patienten dann eher aussuchen. Wenn der Patient als Notfall kommt, dann müssen wir natürlich schauen, die schnellstmöglichste Aufnahme in eine Reha-Klinik. Da müssen wir eben halt schnell agieren und den Termin dann auch natürlich nehmen, dass da eben halt ein fließender Übergang von der stationären dann auch in die weitere Behandlung, in die Reha-Einrichtung eben halt weitergeleitet wird. Gut, aber dafür sind wir da, deshalb ist uns das wichtig, deswegen sind wir auch in diesem Bereich gut aufgestellt. Wir haben eine Frage, Frau Wolf, Zuzahlungen für Hilfsmittel. Das hängt von den Kostenträgern ab. Sprachen Sie eben an. Genau, das ist individuell und das muss immer wieder von den Kostenträgern geprüft werden. Bei welchen Kostenträger ist der Patient versichert? Und da hängt natürlich auch, das muss vorher dann mit den Kostenträgern abgeklärt werden. Und dann kann man auch das mit dem Patienten dann abklären, ob da jetzt Zuzahlungen anstehen oder dass der Patient Zuzahlungen quasi zahlen muss oder eben halt, ob er befreit ist. Also das muss man natürlich immer wieder abklären und das ist individuell, wie der Patient versichert ist. Aber auch hier können wir den Tipp geben, er soll mit seinen Fragen an Sie herantreten, das mit Ihnen klären, Sie unterstützen. Genau. Und wir erklären ihm die Vielfalt im deutschen Gesundheitswesen, was dann genau, da eben auch möglich ist. Wir beraten, klar, das ist individuell, jeder Kostenträger hat andere Leistungen und bietet andere Leistungen und da muss man, wie gesagt, immer wieder schauen, was bietet der Leistenträger an, bei dem der Patient versichert ist. Ja. Ist es privat versichert, ist es eben halt gesetzlich versichert, da muss man immer wieder schauen. Ja, aber wichtig als Botschaft ist, es gibt hier eine Anlaufstelle, die kann der Patient alles fragen, Sie beantworten, was Sie können. Genau. Und uns ist wichtig, dass der Patient hier gut aufgehoben ist und sowohl das ins Krankenhaus kommen, als auch das nach Hause kommen von uns mitgeplant wird, damit wir Ihnen auch da die Sorge nehmen, wie geht es denn nach dem stationären Aufenthalt weiter. Eigentlich ist jetzt immer der Punkt, wo ich die offizielle Runde schließe, aber wir haben so viele tolle Fragen, deswegen mache ich das einfach flüssig im Interview weiter. Sie haben gesehen, tatsächlich, wenn Sie unten an die eingeblendete E-Mail-Adresse fragen@krankenhaus-eitorf.de eine Frage stellen, landet die hier bei uns über unser Redaktionsteam. Bitte haben Sie Verständnis, wir haben auch lange ausführliche Krankengeschichtenschilderungen über diese E-Mail bekommen. Die können wir hier weltweit, wie wir hoffen, dass wir ausgestrahlt werden, natürlich nicht beantworten. Das unterliegt auch dem Datenschutz. Sie werden auf jede Ihrer E-Mails eine Antwort bekommen, für eventuell auch mit einem Terminvorschlag, wenn uns das sinnvoll erscheint. Aber große, lange, ausführliche Krankengeschichten besprechen wir hier nicht. Wir haben aber aus Ihren Krankengeschichten dann kleine, interessante Fragen herausgepickt. Die Frage an Herrn Malkavi, ich glaube, der braucht dann wieder das Mikrofon. Was ist eine Frozen-Schulter und wie wird die behandelt? Also Frozen-Schulter ist ein bisschen komplexes Thema. Ist eine entzündliche Erkrankung im Schulterbereich, wird genannt auch als adhäsive Kapsulitis oder Schultersteife.
In der ersten Phase klagen die Patienten über Schmerzen im Schultergelenk mit Zunahme der Schmerzen. Im Verlauf entwickeln sie Bewegungseinschränkung und Kraftverlust. Die Schmerzen werden besser und dann, also nach einem Jahr oder 18 Monaten, kommt es zu Besserung spontan ohne Therapie. Natürlich, wir werden nicht 18 Monate warten. Ne? Deswegen, also man kann konservativ erstmal anfangen mit der Behandlung, mit Krankengymnastik, damit wir die Mobilität im Schultergelenk erhalten zu können und die entzündungshemmende Medikamente, auch Infiltrationen mit Cortison. Manchmal bildet sich Vernarbung im Schleimhautbereich im Schultergelenk und Vernarbung und auch schrumpft das Gelenkkapsel. Dann wir können eine arthroskopische Operation anbieten, was auch schneller helfen kann. Wir können diese Kapsel durchtrennen, ein bisschen die Vernarbung befreien und danach sollte Krankengymnastik durchgeführt werden. Und dann hoffentlich dann die Mobilität des Schultergelenkes wird wieder hergestellt. Jetzt haben wir gleich die nächste Frage. Also ich weiß gar nicht, wie viele Begriffe es für Schulter gibt. Also wir hatten jetzt eben die Frozen-Schulter, jetzt gibt es die Kalkschulter. Klingt irgendwie bald nach einem Rezeptbuch. Ist bei einer Kalkschulter der Einsatz einer Stoßwelle sinnvoll? A, was ist eine Stoßwelle? Und B, bitte, was ist eine Kalkschulter? Also die Kalkschulter, das ist durchaus eine chronische Verletzung der Schulter. Deswegen empfehlen wir ja, gehen Sie rechtzeitig zum Arzt, wenn Sie den Arm heben und es tut weh. Dann kommt es vielleicht gar nicht dazu. Es gibt auch spontane Verkalkungen an der Schulter. Liegt meistens in der Sehne und in den Schleimbeuteln. Und auf die Frage, ob man eine Stoßwelle machen kann, das ist meistens schon im Vorfeld geklärt über den Facharzt. Also wir haben ja hier ein angebundenes MVZ mit vielen Orthopäden. Ein medizinisches Versorgungszentrum? Ein solches Stoßwellengerät hier haben. Und die versuchen über diese Stoßwellentherapie, die man 5-6 Mal, glaube ich, einsetzen muss am Patienten, die Verkalkungsherde aufzubrechen und diese werden dann vom Körper resorbiert. Das macht man durchaus auch teilweise chirurgisch mit sogenannten Stichelungen bis hin dann schlussendlich über die Arthroskopie, wo man versucht, diese Kalkherde, man muss sie nicht komplett entfernen, es reicht oft die Eröffnung der Kalkherde, die der Körper dann selbstständig abbaut. Mhm. Wir haben mit den Kalkschultern im Grunde genommen eigentlich in der Klinik nur zu tun, wenn der niedergelassene Facharzt meistens mit den ganzen Therapiemaßnahmen wie Stoßwelle, Infiltrationen, sie machen sogar auch Stichelungen in der Praxis, nicht mehr zurechtkommen. Also der Patient klagt über weitere anhaltende Schmerzen, dann wird er sich natürlich bei uns vorstellen. Und wir werden dann über die Arthroskopie einmal die Kalkschulter behandeln. Und zum anderen ist es meistens auch so, dass noch eine Schleimbeutelentzündung vorliegt, die Sehne doch etwas angegriffen ist. Und das kann man dann sofort in dieser Arthroskopie mitbehandeln. Und schlussendlich dann in der nachfolgenden Therapie, die wichtigste ist, die leitet dann wieder unser Sozialdienst ein. Wunderbar. Über Physiotherapie, über durchaus auch das Tragen von Bandagen, nächtlich oder tagsüber oder rund um die Uhr, behandelt eben. Ja? Ja. Und ja. Wir kriegen Zeichen, weil direkt die nächste Frage zur Stoßwelle kommt, wahrscheinlich weil der Begriff auch so schön ist. Gibt es, tut eine Stoßwelle weh? Ja. Ja. Also, es hält sich aber tatsächlich in Grenzen. Also, so das, was ich von Stoßwelle mitbekomme, zumindest hier in der Praxis, der am Haus angegliedert ist. Weil es eben eine konservative Behandlungsform ist und keine stationäre. Richtig. Ist ein leichtes Druckgefühl im Arm, einmal während der Stoßwelle, kann auch durchaus nach der Stoßwelle noch ein bisschen vorhanden sein, aber eigentlich eine sehr gut erträgliche Therapiemaßnahme. Sehr schön. Wenn ich jetzt so eine Prothese in meinem Arm habe, dann muss die alle 10 Jahre neu? Also verschleißt die auch? Oder wie sind da die Wechselformen? Also die verschleißt nicht in dem Sinne, wie ein Hüftgelenk oder ein Kniegelenk verschleißt, weil es definitiv nicht einer solchen Belastung ausgesetzt ist. Wenn jetzt ein
Bauarbeiter oder ein Waldarbeiter weiter so hart arbeiten würde, was er mit einer solchen Prothese aber definitiv nicht kann, würde es wahrscheinlich zu ähnlichen Verschleißerscheinungen kommen. Hier geht es wahrscheinlich eher darum, dass sich so eine Prothese womöglich lockern kann oder ein erneuter Sturz entsteht und eine Schädigung entsteht, sodass man eine solche Prothese wechseln muss. Die Prothesen wechseln kann man selbstverständlich wie an jedem anderen Gelenk hier auch durchführen. Und es ist ähnlich wie an jedem anderen Gelenk, die Prothesen wachsen mit der Häufigkeit der Wechsel. Weil der Knochen wird immer mehr angegriffen und entsprechend muss man immer eine sichere Verankerung einer neuen Prothese erreichen. Und das gelingt halt nur dadurch, indem man sich an den noch vorhandenen Knochen anpasst. Ja, verstehe. Wir haben eine Frage, Frau Wolf, ob Sie Ihre Arbeit nur an Schulterpatienten machen oder ob das für alle Patienten im St. Franziskus Krankenhaus gilt. Nee, natürlich gilt das an alle Patienten, die jetzt Hilfe oder Unterstützung benötigen. Jetzt sei es jetzt auch nach einer Hüft-OP oder wenn es ja auch nach einer ganz normalen OP, wenn da der Bedarf besteht, dass eben halt, dass die Patienten Unterstützung benötigen, jetzt, wenn sie nach Hause kommen, sei es jetzt mit den alltäglichen Dingen, ne, mit Ankleiden, sich waschen oder dass da eben halt ein ambulanter Pflegedienst dazu geholt oder vielleicht können das auch die Angehörigen mit unterstützen. Aber das muss natürlich individuell immer wieder abgeklärt werden mit den Patienten. Und da beraten wir die Patienten und auch beziehen auch die Angehörigen mit dazu, dass da auch eben halt das Gesamtpaket dann stimmig ist. Ja, aber das Krankheitsbild ist dafür irrelevant. Sie gehen genau zu jedem. Also wenn das die Sorge ist, genau, kommen Sie zu uns. Auch Sie werden Frau Wolf mit Sicherheit antreffen und von ihr sehr gut betreut werden. Ja, wir haben ganz viel gelernt über die Schulter, die offensichtlich ein komplexes Werk ist, was auch genauso komplex gerne behandelt werden möchte. Wir haben die verschiedenen Behandlungsformen kennengelernt, was alles möglich ist, dass wir vor allen Dingen davon ausgehen, erstmal langsam gucken, nicht gleich operieren, schrittweise vorgehen, schrittweise umgehen. Sie kriegen alle Unterstützung, die wir von uns aus leisten können, um eben auch dann nach der Entlassung wieder schnell zu Hause gut zurechtzukommen und vielleicht wieder ganz normal in die Betreuung wahrscheinlich des niedergelassenen Facharztes zurückzukehren, sodass Sie dann auch wieder sehr gut und sehr frei beweglich sind. Ich habe eine letzte Frage, weil das immer wieder gefragt wird. Ist Endoprothetik ein Thema für ältere Menschen oder umfasst das mittlerweile alle Altersgruppen? Also die Endoprothetik ist sicherlich erstmal in erster Linie der alte Mensch. Bei jüngeren Menschen sind es ja eher traumatische Ereignisse, die zu einem künstlichen Gelenk führen können. Die jüngeren Menschen sind halt dann doch eher in der arthroskopischen Welt unterwegs, durch Sportverletzungen. Ja, in dieser Klinik machen das ja mehrere Ärzte, vornehmlich eher in vielen Bereichen. Und wie gesagt, bei den jüngeren Menschen sind halt doch eher die arthroskopischen Eingriffe die häufigsten. Die endoprothetische Versorgung ist tatsächlich nur bei einer sehr, sehr komplexen Verletzung angezeigt. Ja, aber dann wären wir im Bereich Unfallchirurgie, den Sie ja eben schon geschildert haben, wo wir entsprechend natürlich auch nicht nur Sie, sondern auch andere Kollegen haben, die dann unfallchirurgisch versorgen. Aber uns ist wichtig, dass Sie hier... Also auch endoprothetisch versorgen wir nicht, versorge nicht ich alleine die Patienten, sondern Oberarzt, der Chefarzt Dr. Schulz, alle möglichen Ärzte, die dafür ausgebildet sind, machen natürlich diese operativen Eingriffe. Ja, also dass wir im Team stehen, ich denke, genau, das haben wir auch in den verschiedensten Online-Veranstaltungen schon gezeigt. Dr. Schulz, der Chefarzt der Orthopädie-Unfallchirurgie, sitzt im Hintergrund. Wahrscheinlich kriegen wir so schnell einen Schlenk nicht hin und berät uns medizinisch, auch bei Ihren Fragen, die Sie gestellt haben. Die Stunde ist um. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke ganz herzlich Dr. Stirner, Herr Malkavi, Frau Wolf, für Ihr Expertenwissen, was Sie hier wieder so lebendig vorgetragen haben, damit Sie zu Hause wissen, meine Schulter schmerzt, was kann ich tun? Dann wissen Sie, was wir im St. Franziskus Krankenhaus tun, wie wir damit umgehen. Wenn Ihnen das gefällt, wenn Ihnen das Vertrauen geschaffen hat, dann freuen wir uns sehr, Sie hier begrüßen zu können. Gerne können Sie selbstverständlich auch Terminvereinbarungen schon über diese E-Mail-Adresse fragen@krankenhaus-altdorf.de stellen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich beim Team im Hintergrund. Und das Hintergrund meine ich nicht böse, sondern es ist einfach optisch. Unsere Redaktion, Frau Gatzmanger, unsere ärztliche Beratung, Dr. Schulz
unser EDV-Team, Herr Ostermoore und Herr Gessinger, herzlichen Dank für diese Veranstaltung, herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, Sie haben viel gelernt über dieses beeindruckend komplexe Gelenk, was wir heute vorgestellt haben. Mein Name ist Petra Nöring, 53, ich bin die Geschäftsführerin. Vielen Dank fürs Zuschauen.